Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Jetzt wird Welt 2 die Luftbrücke gemacht am 13.09.2015, 13.12 Uhr. Und ja, das ist jetzt eigentlich. Wie kann man das nennen? Es ist ein Level, ich glaube, das hat nicht mal so viele Gegner. Upsi. Ja. Seht ihr, da beginnt es eigentlich schon mit kaum Münzen. So mit den letzten Leveln. Also mit den Münzen, da war ich wirklich extrem sparsam. Hier gibt es noch einen Stern. Noch ein Leben. Da gibt's auch Münzen. Das ist eigentlich irgendwie ein Nachbau vom allerersten Level, aber noch erweitert. Wisst ihr, was ich am meisten mag? Level, die zwar schon ein bisschen vorprogrammiert sind, aber die ich dann nochmal selber individuell gestalten kann. Und ich hätte vielleicht das doch eher Sternstraße nennen sollen. Hier, ich glaube auch noch ein Stern drin, kann es sein? Nee, ein Leben. Okay, da war ich noch nicht so geizig mit Leben, aber in späteren Leveln. Da war es dann mega. Und Stern für die Armen. Ach ja, ich habe keine Übergänge gemacht, also jetzt. Nichts, was man in der Röhre rein kann. Und dann kommt man irgendwo anders hin. Weil ich habe es erst sehr spät bekommen. Glaube ich zumindest. Und dann habe ich es aber nicht gecheckt. Jedenfalls Luftbrücke Nummer 2. Habe vergessen, die 2 hinzuschreiben. Es soll praktisch ein Anschlusslevel an Luftbrücke 1 sein. Und gemacht am 1.10.2015. Mag sein, dass ich die vielleicht ein bisschen verbessert habe, weil das Datum stimmt es hier eigentlich nicht. Das war es auch eher am 13.14.09. Oh ja. Das war scheiße. Halt, der gibt der Gegner. Fuck. Ja, und da war schon mal das erste Problem. Das sind so viele Gegner. Ihr müsst das da holen. Oh, scheiße, da ist auch ein Gegner. Oh, Junge. Ihr müsst überleben. Und wenn es geht, die Wolke packen. Wenn es geht. Der Lucky Tour, da habe ich als Siroid hingetan. Wenn man den killt, kommt man in die Wolke. Und das ist einfach gut. Weil jetzt willst du von denen versuchen zu flüchten. Und jedenfalls ist es das allererste Mal, dass ein Level von mir sehr, sehr schwer ist. Finde ich jetzt. Zumindest für mich. Das heißt, hier wird jetzt viel gefailt. Und ich bringe mich jetzt einfach mal hier immer an den Ding. Jedenfalls, ihr solltet den Lucky Tour erreichen oder überleben, bevor er seine Stachis wirft. Das wäre das Beste und Einfache. Okay. Geschafft. Achtung, das Ding fliegt. Das Ding auch. Ich war ein bisschen zu hart mit mir. Ja, und ab da sollte man sich. Ah ne, da kommt noch eine Plattform. Jedenfalls das große Problem ist, diese zwei Kisten. Die kann man eigentlich gar nicht kriegen. Ach ja, und wenn es geht, lauf durch die Gegner, nicht so wie ich instinktiv springen. Jungs. Wisst ihr was? Wenn ich jetzt einfach nachher nochmal sterbe, dann fange ich einfach da an, wo ich als letztes gelebt habe. Das wäre praktisch dann da unten. Wir beginnen einfach da. Wir beginnen da. Oh, diese blöden Cheep-Cheeps. Am besten warten. Aber jetzt kommt wieder der blöde Fucker. Mann. So, jetzt. Jawohl, da kommt aber noch einer.
Und er wirft sein Lucky Two Ding. Sorry, aber ich muss mir jetzt das so rantasten. Scheiße. Ansonsten wird es hier nichts mehr. Ah, scheiße, das hätte ich mal geschafft, wenn der Chip Chip nicht da gewesen wäre. Obwohl, das war gar nicht mal so schlimm, das war jetzt wirklich meine Schuld. Geschafft. Okay, die Kiste hätte man auch sehr schwer gekriegt. Oh, fuck, was habe ich hier wieder gemacht? Nochmal. Geschafft. Oh nein, nicht der Typ. Jedenfalls, wir sind endlich an Land. Jetzt beginnt aber die Scheiße erst richtig, weil jetzt kommen die Stachis effektiver hin. Da gibt es noch ein Leben, das kann ich mir jetzt aber nicht mehr holen. Ah, oh, scheiße, Mann. Ah, okay, ich bin schon bei der Hälfte, das Wert ist da. Ich finde, die Level sind eigentlich extrem kurz. Da gibt es noch ein Sternle. Und ich finde es eigentlich schade, dass es kein Wüstendesign gab, weil ich liebe Wüstenlevel. Und ich finde, viele Gegner fehlen. Wo hat der mich jetzt bitte erwischt? Aber ihr seht, ich habe wirklich einen Scheißdreck gemacht. Es hat ein schönes Design, aber das war auch schon alles. Okay, da muss man einfach durchpirschen, ansonsten packt man das nicht. Oh, das ist nur ein Leben. Wenn man den Stern kriegt, hat man gewonnen. Weil da gibt es noch einen Stern irgendwo. Ja, da ist er. Und endlich mal so ein Ding. Und ich habe eigentlich sehr viele Sterne gemacht. Weil hier kommt jetzt wirklich eine Armee und ohne Sterne schafft man das nicht. Erlaubt mir, von hier zu beginnen. Er braucht den Stern auf jeden Fall, ansonsten kommt er da nicht durch. Der Stern ist Pflicht. Na, Mann, ist das blöde. Trampolin ist mitgegangen. Nicht so, wie ich wollte. Stern verpasst, bin tot. Lass uns mal da hochgehen. Geschafft. Jedenfalls, ich hoffe, ihr habt das Level in Stücken gesehen. Ich zeige jetzt nochmal im Baumodus, damit ihr nochmal alles sehen könnt. So, also hier geht's los. Hier ist eine knifflige Passage. Hier auch eigentlich. Geht's hier weiter. Was hier drin ist, weiß ich nicht mehr. Was hier drin ist, auch nicht mehr. Dann geht's hier mit Münzen los und dann ist hier eine Armee von diesen Stachis, weil die können auch ballern. Und ja, dann ist hier die finale Stelle und da muss man einfach wirklich das Trampolin nutzen, damit man da hochkommt. Ansonsten blocken die ab und der kommt dann nicht rein. Oder hier unten noch mit ganz viel Glück. Aber dann müsste der Paracooper ganz unten sein und ihr dürftet den Stern nicht haben. Ja. Aber ich finde, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.